Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 14.09.2021. Pflege eines Familienangehörigen, was ich jetzt bei der Teilrente beachten muss. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele versicherte Arbeitnehmer pflegen ihre Familienangehörigen oder auch vorgezogene Altersrentner pflegen ihre Familienangehörigen und bekommen dafür, je nach Pflegegrad abhängig, ab Pflegegrad 2 dann zusätzliche Entgeltpunkte auf ihre Rente gutgeschrieben. Und wer eine vorgezogene Altersrente bekommt, der muss sich da im Wesentlichen gar keine Gedanken machen, denn der pflegt seinen Angehörigen und bekommt eigentlich ab Pflegegrad 2 dann diese Entgeltpunkte auf sein Konto gutgeschrieben. Aber wenn Sie die Regelaltersgrenze erreichen, ist dann sozusagen erstmal gesetzlich gesehen Schluss mit dieser zusätzlichen Versicherungspflicht. Also, was machen Sie? Kennen Sie wahrscheinlich, Sie beantragen bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Ihrem Rentenversicherungsträger eine Teilrente. Und wie machen Sie das? Sie kriegen von der Rentenversicherung dann ein Formular und tragen in dieses Formular einfach ein 15%, 20% oder 99% Teilrente. Und genau diese Prozentangabe ist nach dem Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 14.09.2021 unzulässig. Denn das Bayerische Landessozialgericht hat am 14.09.2021 ausdrücklich entschieden, dass eine Begrenzung der Teilrente auf maximal 99% der Altersvollrente unzulässig ist. Denn die bayerischen Landessozialrichter haben gesagt, dass es auch zwei Stellen nach der letzten Dezimalstelle hier eine Teilrente geben kann. Zum Beispiel 99,99% Teilrente. Das Gesetz sieht § 42 Absatz 1 und Absatz 2, da vielleicht bitte mal kurz nachlesen, sieht als allererstes vor, dass Sie eine Altersvollrente oder eine Altersteilrente frei wählen können. Und im Absatz 2 dieser Regelung steht geschrieben, dass es eine Untergrenze gibt von 10% und dass Sie dann sozusagen bis oben hin offen bis zu 100% wählen können. Aber eine Angabe oder eine Teilrente von nur 99% gibt es laut diesem Gesetzeswortlaut nicht, sondern Sie haben laut Urteilsgründe der bayerischen Landessozialrichter Anspruch auf eine maximale Altersteilrente von 99,99%. Hier noch das Aktenzeichen, Groß L, 6, Groß R, 199/19. Jetzt sollten Sie sich einfach mal in Ruhe hinsetzen, einen Bleistift in die Hand nehmen, einen Taschenrechner oder Sie gehen vielleicht zu einem versierten Rentenberater und prüfen einfach mal nach, ob und gegebenenfalls es sich auch für Sie lohnt, überhaupt beim Pflegegrad 2 zum Beispiel einen entsprechenden Antrag auf Teilrente, auf Altersteilrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze hier tatsächlich zu stellen. Mit dem Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts hat sich doch einiges geändert. Und mein letzter und auch wichtigster Tipp an Sie: Wenn Sie in den letzten Jahren eine Altersteilrente bekommen, weil Sie die Regelaltersgrenze schon überschritten haben, dann sollten Sie wirklich nachprüfen, ob Sie nicht gegenüber der Deutschen Rentenversicherung Rückzahlungsansprüche Ihrer Rente geltend machen. Denn es kann sein, dass Sie möglicherweise hier bis zu 1% weniger Rentenleistung bekommen, als Ihnen nach dem Urteil der Bayerischen Landessozialgerichte hier zusteht. Stichwort Überprüfungsantrag bis zu 4 Jahre rückwirkend Rente beantragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.